Tag in der Nationalmannschaft. Also erstens sind immer lange Tage. Man startet sehr früh am Morgen, wobei das hat mit der Nationalmannschaft eigentlich nicht viel zu tun, sondern mehr die Gewohnheiten von zu Hause. Ich habe Twins, die eine halbjährig sind und von daher, ja, Tagwachen ist zwischen 6 und 6:30. 6:30 ist schon ausgeschlafen. Und nachher probiere ich ein bisschen Sport für mich selber, damit ich dann den Tag auch überstehen kann. Und dann über Frühstück, Trainingsvorbereitung, selber auf dem Platz. Das ist das Teil, wo die meisten sehen. Und die meisten Leute denken, ja, das ist eine Stunde, 90 Minuten auf dem Platz und das war's. Es ist eben nicht so, weil es kommt nachher die ganze Auswertung vom Training, verschiedene Sitzungen durch den Tag, sei mit dem Technical Staff, mit Vlado, mit Antonio, mit Olli. Oder mit der medizinischen Abteilung und verschiedenen Aktivitäten, die wir immer wieder machen dürfen, wenn wir in der Nationalmannschaft sind. Zweite Trainings genau das Gleiche, Vorbereitung, Trainieren, Auswertung und dann im Hinblick auf die Spiele die Analyse von Gegnern und. Und dann meistens schon über Mitternacht, wenn man wieder liegen darf. Wir sind im Grunde genommen Einzelsportler in einem Mannschaftssportart und wir haben auch ein total anderes Profil von der Athletik her. Von daher, ja, wir ticken auch ein bisschen anders. Wir sind die Einzigen, die den Ball mit den Händen berühren können und schlussendlich, wir sind die Einzigen, die, wenn wir einen Fehler machen, meistens hat fatale Folgen. Und von daher, es braucht auch einen ganz, ganz starken Charakter, damit umzugehen. Thank you.